Servus Leute, zurück zu Let's Play Kingdom 80s. Wir sind in Episode 2 angelangt das letzte Mal. Und ja, in Episode 2 erwartet uns einiges. Und wir beginnen gleich mit einigen. Also erstmal räumen wir hier auf. Damit wir den Garagen-Sale hier bekommen. Dann können wir das nicht erweitern. Das können wir erweitern. Und hier haben wir einen weiteren Verbündeten. Den kennen wir aus der Demo schon. Den Klugen. Das Superhirn. Hoffentlich bist du nicht gekommen, um mich ins Lager zurückzuschleifen. Denn in diese Mückenhölle werde ich nicht zurückkehren. Oh, du bist's. Moment, ich muss nur meine Punkte speichern. The Wizard. Mit Maximum Score von 1000. Erledigt, was ist? Lass mich raten, ihr müsst über die Brücke rüber, richtig? Und das Problem ist nur, dass diese nicht identifizierten Lebensformen mir meine Technik geklaut haben. Wenn ihr sie mir zurückbringt, kann ich euch vielleicht helfen. Und mir auch. Der braucht der Gerät. Subwoofer. Boxen. Was auch immer. Irgendwas dieser Art. Was haben wir denn hier? Ein Geschenk. Oh, da ist ein aktives Portal. Ah, genau. Tatsächlich, ich habe jetzt mal nachgeschaut. Das UFO von der letzten Mission hätten wir auch aktivieren können. Wir hätten es bei einem Blutmond, bei so einem roten Mond bloß machen müssen. So, Garagensale aktiviert. Sollen sie mal Geld verdienen. Die kleinen Rabauken. Der Limonadenstand. Da kann man auch Geld machen. Nee, das E-Werk, das konnte ich in der Demo aktivieren. Hier anscheinend nicht. Wir haben noch ein paar Bogenschützen frei. Das bedeutet, ich brauche noch Geld. Beziehungsweise Leute brauche ich noch. Der Rasenmäher stimmt, den kann man noch upgraden. Wie weit kommen wir hier bis zum ersten Portal? Hier geht es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Oh ne, das geht nicht. Es wird hier dunkler. Dunkler. Tiefdunkel. Aber alles gut. Hier ist das Swimmingpool. Okay, da ist ein Portal. Na gut, wir haben ja einiges zu tun. Was ist hier? Was ist bei dieser Behausung? Kekse verkaufen oder wie? Was war hier nochmal? Ach, wir können wieder zu Hause anrufen. Wir sind zu Hause. Hallo? Niemand zu Hause. Moment. Das ist eine Nachricht. Liebling, falls du das hörst, hör ganz genau zu, ja? Bleib zu Hause. In der Stadt geht etwas vor sich, etwas Schlimmes. Papa und ich sind in Sicherheit. Wir sind bei der Eröffnung beim RK-Einkaufszimmer mit vielen Leuten. Da draußen sind Dinge. Dinge, von denen Oma mir erzählt hat. Von der Bürde unserer Familie, unserer Verantwortung. Ich... Hör zu, wenn du sie siehst, lauf. Ich meine es ernst. Und schau nicht zurück. Mach dir um uns keine Sorgen. Uns passiert nichts. Bleib zu Hause, da ist es sicher. Wir lieben... Willi Brokkoli. Hört mal, Leute, ich werde euch nicht bitten, mitzukommen. Gut, du musst nämlich nicht bitten. Wir retten sie, keine Frage. Das Einkaufszentrum ist nicht weit von hier entfernt. Wir müssen uns nur durch die Stadt. Wir müssen nur durch die Stadt. Was bedeutet, dass wir die Brücke reparieren müssen? In Ordnung, reparieren wir sie. Dann geht's los. Die Brücke reparieren. Okay. Sehr gut. Da wissen wir Bescheid. Das war unser Zuhause. Haben eine Story erfahren. Also irgendwas passiert hier in dieser Gegend. Irgendwas Schreckliches. Grauenvolles. Gnadenloses. Hier ist's. Da können wir einen Turm machen. Hier können wir eine Mauer machen. Oh, es wird gerade dunkel. Unklug.
maybe unklug. Wo ist die Sonne? Ich sehe sie gerade tatsächlich nicht. Das geht sie gerade runter. Die müsste gerade runtergehen, oder? Aber wir machen nochmal. Noch ein Upgrade. Oh. Aber doch nicht klug. Fehler. Greift sie an! Mist, jetzt gehen die auch noch zurück. Verschnauft und dann greift sie wieder an. Jawohl. Gut gemacht. Und jetzt, ihr baut. Wir haben euch Zeit verschafft. Sehr gut. Okay, diese Seite ist safe. Ja, als nächstes können wir den Wald weiter abgrasen, damit hier auch gut gefarmt werden kann. Hier können wir, glaube ich, einen Hundi anheuern, kann das sein? Das ging in der Demo, glaube ich, nicht, aber ich glaube, hier geht das. Allerdings, das Problem im Hundi ist, der Hundi kann, glaube ich, gestohlen werden. Ist er jetzt ein toter Hund? Ah! Rekrutiere eine freundliche Person. Jawohl, wir haben Hundi. Hundi war eine Möglichkeit früher, um die Bösen, also woher die Bösen kommen, zu identifizieren. Das war mal ganz gut. Ja, komm, das ist ein gutes Farmgebiet, was wir jetzt haben. Oh ja, her damit, her mit dem Geld. Wir haben, kann es sein, haben wir die bessere Art des Topfes? Gut, es geht noch eine Stufe. Dann nehmen wir noch eine Stufe. Gerne. Erweitern wir das noch ein bisschen. Hier haben wir Kinder. Ein Kind. Bereit für den Kampf. Das Kind kann wegen Rasen mähen. Dadurch kann man Geld verdienen. Theoretisch. Oder es holt sich einen Bogen. Wahrscheinlich holt sich eher einen Bogen. Wir brauchen mehr Kinder. Deswegen mal rechts hingehen. Genau, da ist ein weiterer Spielplatz. Was war das gerade? Sehr gut, du machst Geld, indem du hier Ramsch verkaufst. So muss es sein. Wir können übrigens, das Fahrrad, da habe ich auch ein wenig nachgelesen, das Fahrrad hat noch eine Besonderheit. Im Wald hat es auch eine Boost-Funktion, kann man sagen. Das ist also ziemlich nützlich. Du brauchst irgendwie Technikmaschine. Dazu müssen wir erstmal ein wenig weiterkommen hier. Deswegen erweitern wir. Genau. Oh. Da ist gerade was aktiv. Das ist uncool. Wobei, ich habe da immer Angst, dass es uncool ist. Weil ich habe ja meine Verteidiger. Wow! Ah, das ist das... Okay, ich will einfach bloß mal die Gegend hier erkunden. Ich will einfach mal schauen, was in die Richtung ist. Kurz mal verschnaufen, auch meine Verbündeten. Okay, gut, dass ich ein paar Münzen hatte, weil... Gefährlich. Ultra gefährlich war das, was ich gerade gemacht habe. Da ist noch ein Portal und da rechts ist, glaube ich, genau, die Brücke. Okay, es sind sehr viele Portale hier auf dem Weg. Sehr viele Portale. Richtig viele Portale. Moment, habe ich das gerade richtig gesehen? Ach nee, für den Turm brauche ich wahrscheinlich noch den Superdude. Das Superhirn brauche ich, um Türme zu machen. Okay, gefährliche Sache mit den... Ach, hier sieht man halt auch nicht die Helligkeit im Hintergrund. Aber wir haben jetzt schon mal erkundet. Erkunden ist wichtig. Wir können sozusagen unseren Boost zwischen... Wald... Ah... Gefährlich. Das ist also hyperaktiv, dieses. Hundi? In welcher Richtung? Rechts? Ja, rechts. Hundi geht ein bisschen zurück, das bedeutet Gegner kommen. Genau, ein bisschen wehren. Und Hundi, die können Hundi... Oh, dass die Hundi jetzt gerade nicht gefangen haben, als ich gerade dort war.
Weil Hundi können die klauen und es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit. Ich habe zumindest im Forum gelesen, da hat sich jemand beschwert, dass es anscheinend keine Möglichkeit gibt, Hundi zurückzuholen. Normalerweise gab es die Möglichkeit, Hundi zurückzuholen, indem man... Okay, da rechts muss sowieso gebaut werden. Indem man... Wir haben eigentlich Geld genug, wir brauchen Leute. Und deswegen bin ich eigentlich auch nach rechts gegangen. Da ist aber kein Spielplatz mehr. Heißt, wir brauchen... Oh, genau, Leute. Wir brauchen Leute, die Straßenverkauf machen, die Limonaden verkaufen. Wir brauchen Leute, die weiterhin Bogenschützen machen. Noch sind die Wellen simpel, aber ich will jetzt auch links sehen. Ein Hundi kann genauso wie eine Münze von den Greedling geklaut werden. Und das ist dann super, super traurig, wenn das passiert. Weil Hundi ist eigentlich eine coole Mechanik. Der weiß, wo ungefähr Gegner kommen. Einziger Haken ist, ich kann Hundi nicht bestimmen, dass er woanders hingehen soll. Beziehungsweise, wenn wir jetzt hier zum Beispiel weiterlaufen. Kann ich Hundi hier abstellen? Hundi abstellen wäre ganz nett. Um ihn zu safen, sagen wir es mal so. Weil das da drüben macht mir Angst. Schnell daran vorbei, weil ich möchte die Gegend weiter erkunden. Ich will sehen, was links komplett ist. Gefährlich, wenn ich zu lang an diesen Teilen dran bin, dann werden die aktiv. Da ist ein Fahrrad. Wir könnten mal auf ein anderes Fahrrad, okay. Merken wir uns. Ach, das sind meine ganzen Fahrräder, die ich gefunden habe. Okay. Weil das eine Fahrrad... Oder die Fahrräder sind die Fahrräder, die ich kenne. Das ist ganz nett, aber ich hab zu viel. Oh. Okay, da kann man... Das ist Hafenportal. Okay. Dann wissen wir, nach links müssen wir. Einziges Problem ist... Ich habe kein einziges weiteres Lager gefunden. Also ich muss mit den Leuten zurechtkommen, die ich hier habe. Ich habe nur diese wenigen Spielplätze zur Verfügung. Diese zwei Spielplätze. Naja, das bedeutet... Einerseits muss ich nach rechts. Ich muss rechts unbedingt das einnehmen. Andererseits nach links, um den Hafen zu zerstören. Und den Hafen zerstören... Das ist schlecht. Genau, immer ein paar Münzen hin, falls doch einer durchkommt, nicht, dass er Hundi mitnimmt. Hundi mitnehmen wäre traurig. Kann ich noch was? Das kann man noch abbauen. Das nicht mehr. Okay, das ist in Ordnung. Baut es mal ab. Da wäre eine Mauer machbar, aber theoretisch, ich brauche gerade nichts. Das Blöde ist, dass die Türme hier, also ich gehe mal davon aus, dass es Türme werden, dass die vor den Verteidigungsanlagen sind. Was ist das? Hat Vorteile, muss aber nicht Vorteile sein. Was ist das? Wo habe ich jetzt investiert? Hier habe ich investiert in Briefkasten. Ich brauche mehr Kinder. Mehr Kinder werden benötigt. Ich brauche nicht Geld, ich brauche Kinder. Ich brauche Kinderarbeit. Das ist sowieso das Beste. Ich habe ein bisschen die Steam-Reviews angeschaut und die meisten positiven sprechen von endlich ist Kinderarbeit was Gutes. So, wir brauchen das, weil wir brauchen ja unsere Belagerungskiste. Jetzt können wir Krieger machen. Und die links kommen Gegner. Links greifen die gerade an. Da kommt der Hauptangriff. Deswegen bellt Hundi in die Richtung. Das ist gut zu wissen. Ah ja, das wird jetzt erweitert. Automatisch. Haben wir jetzt irgendwo schon... Oh ja. Ich habe zu viel Geld. Okay, ich kann auf jeden Fall jetzt schon viel investieren. Ja, ich habe viel Geld, ich kann viel investieren. Ich habe noch ein paar Kinder übrig. Die könnten Geld machen, brauchen wir aber nicht. Hier, das ist eine Mauer. Nee, mir fehlt noch das Gebäude, wo ich einen Müll, eine Belagerungstonne machen kann. Sonst komme ich ja nicht voran. Wo kriege ich die Belagerungstonne diesmal her? Ich kann das nochmal um eine Stufe upgraden. Warum nicht? Ich habe Geld. Ich bin ein Rich Kid. Ah, jetzt, glaube ich, machst du auch die Belagerungstonne. Kann das sein? Oder den Ort, wo man eine Belagerungstonne machen kann.
Ja gut, das wissen wir schon. Das kennen wir ja schon. Was wir brauchen ist jetzt Leute. Es gibt übrigens einige Achievements im Spiel, habe ich auch angeschaut, die, ich nenne sie mal, schwer sind. Die finde ich bockhart. Also einige Achievements da gerade, da muss man schon einiges tun dafür. Oh, Katsching. Sehr gut. Ich brauche mehr Kinder. Ich habe halt bloß 2 Spielplätze, auf denen ich Kinder rekrutieren kann. Das finde ich ein bisschen belastend. Aber gut, wir brauchen nicht so viele Kinder. Wir brauchen hauptsächlich noch ein paar Bogenschützen. Und ein paar... Es gibt ein Achievement zum Beispiel, dass man bloß 2 Bauarbeiter in einer Mission insgesamt hat. Ist jetzt kein Ziel, das ich anstrebenswert finde. Ich mache 3 Bauarbeiter, weil 3 waren ja immer bei diesen Belagerungskisten mit dabei. Es gibt ein Achievement, dass man das Spiel in unter 50 Tagen durchschafft, glaube ich. Haben wir sowieso keine Chance mehr. Kann man... Ah, das ist auch cool. Moment, habe ich... Wo ist das Kind hin? Habe ich nicht ein Kind Geld gegeben? Ah, da ist es aber mal. Das hat sich irgendwo versteckt. Ist wahrscheinlich nochmal rutschen gegangen. Nimm lieber einen Item. Und arbeite. Arbeite schneller. Oh, es wird dunkel. Komm, Bauarbeiter. Irgendwo ein Bauarbeiter. Ich möchte noch die Mauer hier hochziehen. Ich möchte noch eine gescheite Mauer an der Seite. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht in dem Gebiet. Als nächstes muss ich angreifen. Gebiet erweitern und verteidigen. Deswegen die Mauer hochziehen und dann wird verteidigt. Und erst wird rechts angegriffen, weil rechts ist ja dieses Item für den neuen Dude. Und dann kann ich Türme aufbauen. Und das wird toll. Und mit Türmen kann ich besser verteidigen. Weil auf Türmen sind normalerweise Bogenschützen drin, die gewissermaßen geschützt sind, aber später kommen auch Gegner, die können auch Türme angreifen. Aber die meisten Gegner können die nicht angreifen. Das ist gut. Ja, ich finde das super, dass du so viel Geld hast, aber andererseits nicht praktisch. So, wieder umdrehen. Genau, wieder in die andere Richtung. Danke sehr. Alter, draußen das Geld. Das ist schade drum. Das ist super schade drum. Okay, man muss immer umschalten. Entweder kann ich auf Rasen schnell fahren oder im Wald. Eigentlich ist es ein geiles Gefährt. Ist richtig gut, finde ich. Weil man eben switchen kann. Je nach Bedarf. Ich brauche mehr Kinder. Ich brauche mehr Kinder. Arbeiter. Wo sind hier Kinder? Warum gibt es nicht so viele Kinder? Es müssen mehr Kinder produziert werden. Da muss was passieren. Wir müssen... Notfalls müssen wir investieren in mehr Kindergeld oder sowas. Wir müssen Anreize schaffen für mehr Kinder. Hier, nehmt mein Geld. Produziert. Nein, ja, wir sind rich, das weiß ich ja schon. Wir sind absolut rich. Das ist ein bisschen schade, mir fehlen ein bisschen so die Geld-Sinks. Es fehlen irgendwie... In der Zwischenzeit macht mal die Mauer noch stärker. Why not? Ich hoffe, ihr seid in der Zwischenzeit auch fertig, weil es wäre katastrophal, wenn nicht. Oh, das Geschenk ist langsam fertig. Ah, da muss ich aber... So, noch einen Schluck Mountain Dew und jetzt zum Angriff. Da sind halt auch so ein paar Shooter drauf, sehe ich gerade. Das ist ein besonderes Portal. Ist das ein Vorgeschmack? Weil das sind eklige Portale. Die schießen auch auf uns. Da muss man aufpassen, dass ich nicht zu nah rangehe, sonst schießen die auf meine Dudes. Aber die schießen schön niedrig. Yes.
Nee. Lass wieder los. Ich kann nicht, dass er wieder loslässt. Das ist schlecht. Warum kann ich nicht mehr, dass er loslässt? Ah, jetzt. Gut. Puh. Gar kein Großangriff von den Gegnern? Gut. Ja, wir haben einen neuen Dude. Eine kluge Person. Ah, ich habe schon wieder das mit den Steam Achievements noch vergessen. Ja, die verrät mir jetzt wahrscheinlich hier. Jetzt kannst du Türme bauen. Nee, was ist das? Was ist das? Füge Feuerkraft hinzu. Was ist denn das? Wow, was ist das? Ist das ein Kampfroboter? Aber jetzt kann ich auch das erweitern. Das ist das Geile. Das ist einfach eine Robotermechanik, die ich brauchte, um das zu machen. Weil das sieht aus, als wäre es eine Selbstschussanlage. Das sieht irgendwie wirklich aus wie eine Selbstschussanlage. Das interessiert mich jetzt. Und hier ist eine sehr gute Position, um das auf die maximale Stufe hochzubringen. Übrigens, kommt kein Gegenschlag, weil ich jetzt die richtig fertig gemacht habe. Von links kommen Gegner. Ich vertraue darauf, dass die links gut verteidigen. Links ist zwar die Mauer nicht so stark wie rechts, aber... Ich will jetzt wissen, was man da machen kann. Oh, die Tüftlerin macht jetzt auch irgendwas. Yo! Eine Laserschussmaschine! Mega! Da brauche ich jetzt kein... Ah, deswegen kriege ich auch weniger Kinder. Weil früher war es so, dass dann auch die Bogenschützen in die Türme rein sind. Dann waren sie halt verbraucht. Aber das ist anscheinend jetzt nicht mehr der Fall. Mega! Okay, die Selbstschussanlage ist jetzt maximum groß. Geil. Das ist besonders deswegen auch geil, weil... Übrigens, jetzt ist unser Ziel links, prinzipiell. Die haben jetzt die Kiste kaputt gemacht, oder? Ja. Und dann... Oh, habe ich da gerade... Habe ich da einen Pfeil gesehen? Weil ich möchte nach links. Jetzt wird links angegriffen. Ich brauche ein paar mehr... Oh, shit, jetzt kommt auch noch eine Schussanlage dazu. Wie geil ist das denn? Wie mega geil ist das denn? Ist ja Hammer. Ja, ja, nimm's. Nimm's ruhig. Genau. Und hol den Bogen und dann gehen wir links angreifen. Ah ja. Das ist natürlich jetzt problematisch, weil jetzt... hat er seinen Roboter stehen lassen. Es regnet, jetzt sehen wir natürlich nicht. Wie es gerade aussieht. Also wie es gerade aussieht mit dem Wetter, mit der Tag, meine ich. Das macht nichts. Allein die reichen schon. Da brauche ich halt keine... Oh, da ist er ja schnell. Oh, der ist schnell hinterher. Mit seinem Kampfroboter. Das ist ja mega geil. Den Kampfroboter habe ich jetzt auch dabei. Der ist voller Belagerungsroboter. Der schießt von voll weit weg.
Nein, Hundi. Jawohl. Und theoretisch würde ich es dann gerne dann stehen lassen. Ich kaufe mir gerne ein neues, also der kostet ja nichts. Ich habe ja genügend Ressourcen übrig. Oh, die sind jetzt sauer. Ja, das lasse ich stehen. Das wird wahrscheinlich draufgehen, wenn die Gegner angreifen, aber so ist es dann. Ja. Von welcher Richtung? Hundi, von links? Hundi denkt, sie kommen von links. Dann alle zurück. Hinter die Mauer. Selbstschussanlage wird produziert. Sobald der Hundi ein bisschen zurückgeht, weiß ich, sie sind ganz nah. Das hätte ich jetzt gerne auch noch mal weiter. Oder Kinder werden angegriffen. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Ach, das ist auch eine Verteidigung. Barriere oder sowas. Voll verwirrend, wo ich mich aufhalten kann und so. Ah, das ist ja dann blöd. Weil, ihr seht ja selbst, meine Fernkämpfer, die kommen nicht so weit. Okay, aber die Kanone kann ein bisschen was. Ich würde halt gerne mit angreifen. Das würde ich echt gerne. Aber die Verteidigungsanlage kommt gut zurecht. Aber es ist schlecht, wenn die Verteidigungsanlage vor dem Teil ist. Das kann ich auf jeden Fall festhalten. Davor ist es schlecht. Die Mauer muss wieder aufgebaut werden. Und theoretisch müssen wir... Ah, da ist ja auch ein Spielplatz. Den wollen wir auch haben. Ist hier kein Kind? Niemand? Ah doch, da war gerade eins. Gerade frisch gespawnt. Hundi? Von wo? Dunkel. Von links. Und sie kommen näher. Ja, da sind sie. Genau, schön. Und Retreat. Nein, Retreat, mein Freund. Retreat. Retreat. Nein, falsche Richtung. Ich möchte nicht, dass du da sowohl deinen Hammer wie auch... der verteidigt gar nicht, oder? Komm, Bauarbeiter. Hört auf. Macht keinen Schmarren. Verteidigt euch. Ich hab da Fragen, warum kommen... Ach so, weil die Mauer gerade noch nicht fertig war. Gefährlich. Äußerst gefährlich. Finde ich sowas. Aber jetzt müsst ihr... Ja. Oh, eine Blutmondnacht. Eine Blutmondnacht. Ah, wollen wir da... Hier wäre ein Verteidigungsturm. Eine Blutmondzeit. Wo ist denn eine gute Position? Da ist eine sehr gute Position. Hierhin möchte ich als nächstes vorrücken. Hier ist... Ah, das ist halt direkt davor. Aber hierhin möchte ich als nächstes. Das ist eine sehr gute Position für eine Verteidigungsbasis. Was sind dieses Schlaf? Das ist kein Schlaf. Das ist... eine quietschende Wippe oder sowas.
Okay, dass wir noch einen dritten Spielplatz haben, ist sehr gut. Ich würde fast sagen, selbst mit zweien komme ich eigentlich wahrscheinlich das Spiel über zurecht. Ich warte darauf, diesen Busch noch loszuwerden, genau. Weil dann da links rüber, das dauert dann bis nächstes Mal. Das ist das. Ein Verteidigungs-Laserturm. Das ist 80s. Pure 80s. Hier wollen wir nichts. Hier gibt es massenweise Geld. Genau, die können hier echt gut farmen. Aber wir brauchen halt das Geld. Hier ist die Verteidigung schon maximal. Wir brauchen Leute. Leute brauchen wir auf jeden Fall. Ich überlege, brauche ich auch Kämpfer? Ich glaube nicht. Ich weiß echt nicht, für was ich Kämpfer gebrauchen könnte. Welchen Sinn und Zweck Kämpfer erfüllen in diesem Spiel? Ich weiß es einfach nicht. Was ich weiß, ich brauche mehr Bogenschützen. An Bogenschützen kann man nie genug haben. So, jetzt ist es gefährlich, dass ich hier nach rechts gehe, weil es sind sehr lange... Oh, das ist auch eine gute Position für eine Mauer. Ui, ist sie gut. Oh, da ist ja... Ah, ja, perfekt. Nee, da werde ich als nächstes. Nach der großen Welle. Oh, hier ist auch eine super gute Mauer. Also, hinter der Mauer so ein Turm ist geil. Vor der Mauer, scheiße. Ja, ich brauche Möglichkeiten, das Geld zu investieren. Irgendwo muss ich das Geld doch ausgeben können, dass es sich richtig lohnt. Oh, die bewegen sich alle nach rechts. Sehe ich das richtig? Die wissen schon sozusagen, wo Gegner kommen. Links ist jetzt niemand. Es wäre jetzt natürlich... Ah ja, sehr gut. Ist rausgeploppt und hat sich gleich eine Münze geholt. Ja, genau. Auf der Seite ist niemand. Der Hund hat gewinselt. Das ist immer ein Zeichen für eine große Welle. Der Hund ist einfach OP. Den zu verlieren wäre echt tragisch. Will ich nicht. Das will ich nicht. Der Blutmond. Ja, und wir schauen gleich mal nach rechts, was uns da erwartet. Vielleicht kriegen wir es ja noch mit. Im Idealfall nicht. Jawohl. I'm charging my laser. Angriff. Nein, nein, nein. Ah, zu viel Geld. Riedlinge nehmen sich das Geld. Oh, schon zu Ende. Jawohl, die Laser, die verfolgen die. Oh, das war geil. Das war richtig geil. Oh, das war gut. Das war mega gut. Na gut. Wir erweitern gleich das Gebiet hier. Ja, hier wird eine super geile neue Position. Normalerweise war es so, die Wellen oder der Tag nach dieser Superwelle, da kommen keine Gegner. Aber hier weiß ich es nicht. Haben wir die vielleicht deswegen empfohlen, dass man gleich auf höher spielt, wenn man das Spiel schon kennt? Weil tatsächlich der Schwierigkeitsgrad ist vergleichbar gering, finde ich. So wie ich es von anderen Spielen von diesem System kenne, von Kingdoms, ist es wirklich... Ich spiele auf schwer. So schwer fühlt es sich gar nicht an bisher. Aber jetzt habe ich es natürlich gejinxt. Jetzt als nächstes wird es richtig brutal. Das ist auf jeden Fall geil, dass wir jetzt Türme. Schade, dass ich nicht... Also, ich habe es vielleicht noch nicht erwähnt, so richtig, aber... Auf der letzten Map gab es bei diesem UFO ja noch ein Fahrrad zu holen. Da konnte man das Fahrrad aus E.T., der Außerirdische, sozusagen holen. Mit diesem könnte man ein bisschen nach vorne springen. Also, das hat so einen Sprung-Spezialeffekt gehabt. So, bei E.T. gibt es ja so eine Szene, wo der Junge, der den Außerirdischen transportiert hat in seinem Wägelchen, der... ist da prinzipiell mal irgendwo geflogen oder so, über einen Hügel oder über eine Schlucht oder sowas drüber geflogen. Und so einen Sprung kann man auch da machen. Weiß nicht, ob ich noch wieder zurück kann. Früher konnte man mich auch auf Welten wieder zurück. Oder wenn man draufgegangen ist, konnte man auf einer beliebigen wieder starten, die man schon besucht hat. Aber man konnte eigentlich am Ende immer entscheiden, wo man hinsegelt. Das geht jetzt eher weniger. Hier geht es immer straight forward. So, die Mauer ist Maximum Power. Sehr gut, sehr gut. Oh, ich glaube,
Ja, wobei. Es kostet halt nichts. Also, was heißt, es kostet nichts? Ich habe halt massenweise Geld. Ich kann halt alles mit Selbstzustandlagen voll machen. Die Roboter bringen mich an die Macht. Fehlt nur noch, dass ich den Terminator bauen kann. Der würde auch in die 80er reinpassen, weil Terminator, glaube ich, Terminator 1 ist auch so ein 80er-Film. So Ende 80er, könnt ihr mir vorstellen. Das ist genau 90er? Ja, eins von beiden. So, also rechts haben wir auf jeden Fall... Ach, wunder mich gerade, was ist das für ein Geräusch? Ein Bauarbeiter zockt einfach. Frech, frech, frech. Okay, falls Gegner durchbrechen würden, hätten wir jetzt eine Second Base hier hinten. Ach so, ja, wir können ja hier was machen. Geburtstag! It's my birthday! Yay! Kuchen! Yay! Ich will das Geschenk öffnen! Passiert irgendwie nichts. Ich habe jetzt gedacht, dass jetzt irgendwie die Geschenke ausgemacht haben. Muss ich irgendwas machen? Ah, das Spiel erklärt einem so wenig. Ich weiß es nicht. Ich wollte noch weiter ausbauen. So, und jetzt. Jetzt kümmern wir uns allerdings um die linke Seite. Beziehungsweise beim nächsten Mal kümmern wir uns um die linke Seite. Denn es war wieder eine hervorragende Folge. Und beim nächsten Mal werden wir links bis zum Hafen alles erobern. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.